Hallo und herzlich willkommen zu unseren Top 5 Studio App Review. Wahrscheinlich habt ihr noch nicht erfahren, dass ich vor kurzem den Green Poison Jailbreak für iOS 4.2.1 gemacht habe. Wenn ihr mich bei Skype habt, habt ihr es schon erfahren. Ja, meiner Meinung nach ist es der beste Jailbreak, denn er ist sehr einfach. Ihr müsst das Gerät vorher nicht wiederherstellen, ihr könnt es einfach ausmachen und sehr simpel war dieser Jailbreak auch. Nachdem ihr diesen Jailbreak durchgeführt habt, habt ihr hier Loader und dann könnt ihr euch daraus CDI herunterladen. Aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht weiter reden, denn ich stelle euch jetzt mal meine Top 5 CDI-Apps vor. Auf Platz 5 habe ich MXTube. Hier seht ihr es. Es ähnelt dem YouTube-Logo, da es auch sehr viel mit YouTube zu tun hat. Wir starten es einfach mal. So, wie ihr seht, haben wir jetzt oben schon mal einmal bei Suche Mr. Touch Tester MB4 eingegeben. Hier seht ihr dann unsere ganzen Videos. Wir gehen jetzt einfach mal auf irgendein Video von uns, auf Megajump zum Beispiel. Dann geht ihr auf Download. Einmal könnt ihr ihn in High, also in guter Qualität oder in nicht so guter Qualität. In hoher Qualität dauert es dann ein bisschen länger und in nicht so guter dauert es ein bisschen, also ist es ein bisschen kürzer. Wir machen jetzt einfach mal schlechte Qualität, damit es besser geht. Unser Download wurde gestartet, kam jetzt. Dann geht ihr auf Close. Und dann habt ihr hier jetzt den Download, der geht jetzt sehr schnell. So, und es ist auch ganz legal, also da ist nichts illegal dran. Es ist fast wie Tubebox. So, jetzt ist er gleich fertig. Dann könnt ihr darauf gehen. Und ja, wie ihr seht, ist das nicht ganz so gute Qualität, da wir ja in schwacher Qualität ausgewählt haben. Es ist ein sehr cooles App, könnt ihr euch gratis in Cydia herunterladen. Wie gesagt, alle Apps, die ich hier euch vorstelle, könnt ihr alle gratis in Cydia herunterladen. Mein Platz 4 ist Z-Toggle. Geht ihr darauf? Mit Z-Toggle, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, könnt ihr Multitasking und Hintergrundbild aktivieren. Das ist echt cool. Dann müsst ihr einmal auswählen. iPod Touch 2G habe ich jetzt. Dann geht ihr darauf. Könnt ihr einmal Multitasking und Wallpaper aktivieren. Habe ich jetzt beides. Wie ihr seht, ich habe ein iPod Touch der zweiten Generation mit 8 GB. Da kann ich kein Hintergrundbild und kein Multitasking machen. Wie ihr seht, habe ich ein Hintergrundbild und Multitasking. Das ist echt cool. Mein Platz 3 ist 5 Icon Dog. Ihr seht, habe ich hier 5 Apps in einer Reihe. Das könnt ihr mit 5 Icon Dog aktivieren. Ist auch ganz legal. Könnt ihr euch auch gratis in Cydia herunterladen. Ist echt cool. Mein Platz 2 ist Instalus. Allerdings ist Instalus nicht ganz legal. In Instalus könnt ihr euch Apps runterladen. Gratis das Ganze. Ihr geht zum Beispiel auf Suche. Wir geben es einfach mal Modern Combat ein. Dann gehen wir auf Suchen, dann sagt er immer No Results. Stimmt aber nicht. Und wie ihr seht, ist da Modern Combat 2 Black Pegasus. Da gehen wir dann rauf. Dann geht ihr auf Download. Und dann müsst ihr euch eine Quelle hier auswählen, wo ihr das downloaden wollt. Allerdings ist das ein bisschen blöd. Da manche Quellen, da müsst ihr erst durch so einen Nacktscanner durch. Da müsst ihr da eure Handynummer angeben. Also das ist nicht ganz so praktisch. Aber auf jeden Fall ganz okay. Ich habe mir da noch keine App runtergeladen. Werde ich vielleicht bald machen, aber da es illegal ist, habe ich ein bisschen Angst davor. So, mein Platz 1 ist SB Settings. Mit SB Settings könnt ihr Batterie im Prozent und alles Mögliche aktivieren. SB Settings könnt ihr euch legal in Cydia herunterladen. SB Settings aktiviert ihr, indem ihr hier oben einmal langslidet und eröffnet sich ein Fenster. Ihr könnt hier alles einstellen. Ihr könnt Wi-Fi ausmachen, Wi-Fi anmachen, die Helligkeit einstellen, Bluetooth an- und ausmachen und den Flugmodus anstellen. Ihr könnt, indem ihr auf Power geht, neu starten, ausmachen, Lock, dass er dann so ausgeht, wie wenn ich hier oben drauf drücke. Batterienprozent aktiviert ihr, indem ihr auf More geht. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster, dann geht ihr auf System Options. Dann könnt ihr Batterienprozent einstellen. Ups, ein kleiner Spacker, Entschuldigung. Dann geht ihr auf System Options und dann könnt ihr Batterie in Prozent ein- oder ausstellen. Mache ich jetzt einfach mal eben aus. Wie ihr seht, ist es dann weg. Und wenn ich dann wieder anmache, geht es sofort an. Das waren auch schon unsere Top 5 Cydia Apps. Folgt uns auf Twitter, iPod MB und danke fürs Zuschauen.